Ich bin Jessica Schiefer, ich leite den Social-Media-Kanal der Freunde und bin außerdem für die Website zuständig. Und heute wollen wir uns hier im Museum Ludwig das wundervolle Mosaik von Otto Freundlich anschauen. Otto Freundlich wurde 1878 im pommerschen Stolp geboren, was heute zu Polen gehört, und außerdem in einer jüdischen Familie. Er hat ziemlich früh angefangen, sich für Kunst zu interessieren, hat zunächst aber 1902 mit einem Kunstgeschichtsstudium angefangen, hat dann aber schnell gemerkt, dass er sich der bildenden Kunst widmen möchte und begann dann 1907 in Berlin Kunstunterricht zu nehmen. Und er reiste auch viel, um Kunst in der ganzen Welt zu sehen, zunächst nach Florenz und nach Paris, wie so viele Künstler zu der Zeit. Genau, 1914 bezog er auch ein Künstleratelier im Nordturm der Kathedrale von Chartres, wo er besonders von den Glasmalereien sehr beeindruckt war. Und diese sollten auch einen großen Einfluss auf seine Kunst nehmen, vor allem auf Farben, aber auch aufs Material, wie wir hier sehen können mit dem Mosaik, was wirklich aus einzelnen kleinen Glassteinchen besteht. Jetzt wollen wir aber mal genauer zu dem Mosaik kommen. Es ist von 1919 und markiert genau die Schnittstelle von seinen figürlichen Arbeiten zum abstrakten Arbeiten. Also hier erkennen wir noch ganz leicht ein paar Figuren, auf die ich nochmal eingehen möchte, aber insgesamt ist es doch schon eine sehr abstrakte Komposition. Das Mosaik war tatsächlich eine Auftragsarbeit für den Kölner Tabakhändler und Kunstmäzen Josef Feinhals. Er hatte Otto Freundlich beauftragt, einfach ein Kunstwerk für sein Wohnzimmer in einer Villa in Marienburg hier in Köln anzufertigen und hat dem Künstler erstmal großen Freiraum gelassen. So entstand dann ganz nach dem Sinne des Künstlers eben dieses Riesenmosaik. Und durch diese enorme Größe wurde es dann letztendlich gar nicht installiert im Wohnzimmer, wofür es eigentlich gemacht wurde, sondern wurde im Schuppen im Garten gelagert. Was jedoch das Glück des Kunstwerks war, da Otto Freundlich mit seiner jüdischen Herkunft und auch seinen abstrakten Tendenzen unter dem NS-Regime als entartet galt. Viele seiner Kunstwerke wurden beschlagnahmt oder sogar zerstört. Doch dieses Mosaik wurde nie ausfindig gemacht und hat den Krieg über in dem Schuppen gelagert und das alles gut überstanden. Die Gattin oder spätere Witwe von Josef Feinhals vermachte dann 1947 der Stadt Köln dieses Mosaik. Die Stadt entschied sich erstmal, dieses im Foyer der Oper Köln zu installieren, wo es auch mehrere Jahre hing. Doch dann wurde es 2017 hier ins Museum geholt für eine große Retrospektive Otto Freundlichs und seitdem hängt es nun hier. Jetzt, da die Oper nun bald endlich fertiggestellt werden soll, soll es wieder zurück an die Oper gehen. Was wir jetzt genau hier sehen können, wenn wir diese ganzen Mosaiksteine einmal im Großen und Ganzen betrachten, es fällt auf jeden Fall eine zentrale Figur in der Mitte auf. Wir haben dort eine Menschenfigur, ganz zentral, muskulös, groß, mit einem Zirkel in der Hand, was vielleicht auf den Titel eingeht, die Geburt des Menschen, als den Archetyp des Menschen. Und mit dem Zirkel in der Hand eben ja, symbolisch dafür, dass die Kunst im Mittelpunkt steht, aber auch die Verbindung der einzelnen Künste, also Malerei, Bildhauerei und Architektur. Links und rechts von dieser Mittelfigur lassen sich auch noch in den elliptischen Formen zwei weitere Figuren erkennen. Einmal ganz in Gelb gehalten und einmal in Rosa. Diese Figuren könnten weiblich sein, sind aber auch nicht klar zu definieren und schmiegen sich eben an den Rand dieser elliptischen Formen an. Vielleicht stellen es Musen dar, vielleicht andere Künste. Auf jeden Fall stehen sie in Verbindung mit dem großen Ganzen und hüllen sich ein. Besonders auffällig an diesem Mosaik sind natürlich diese leuchtenden Farben und die Farbkomposition. Und tatsächlich lassen sich hier verschiedene Farbtheorien zusammenbringen. Unter anderem Goethes Farbtheorie mit den Grundfarben und deren Mischungen, vor allem im Zentrum des Mosaiks, aber auch Newtons Farbtheorie basierend auf der Tonleiter, was eben so eine Regenbogenskala darstellt. Und das erkennen wir zum Beispiel rechts am Rand.
Genau, und somit zeigt es auch, dass Otto Freundlich sich mit vielen Kunsttheorien und Künstlern seiner Zeit beschäftigt hat und dass ja, sein ganzes Wirken bis dorthin, bis 1919, aufgreift. Und ja, ganz wichtig auch nochmal, dass es eben so ein prägsames Werk ist, weil es eben dieser Übergang von seinen figürlichen Arbeiten zur abstrakten Kunst ist. Und ja, deswegen habe ich das Kunstwerk ausgewählt. Es ist eines meiner Lieblingskunstwerke und ich kann es nur empfehlen, sich dann demnächst wieder in der Oper anzuschauen.